So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu OMSI 2 BBS. Wir fahren heute ein Event, ein Jubiläums-Event. Und da sind wir jetzt gerade noch dabei, das zu machen. Ich habe schon zwei, drei Fahrten getestet, ob alles funktioniert. Es hat zwar ein bisschen geruckelt, aber das war es auch schon. Also große Fehler habe ich nicht gehabt. Es ist auch nicht abgestürzt. Wir fahren Hamburg. Tag und Nacht, Linie 6. Und da fahren wir jetzt mal los. Die erste Haltestelle heißt Feldstraße Abfahrt. Ich muss noch meine Pfeile anmachen, damit ich weiß, in welche Richtung ich fahren muss. Ich wünsche euch auf jeden Fall damit viel, viel Spaß. Und wir hoffen, dass alles gut funktioniert. Ich habe auch keinen Grafikmod installiert. Ich habe halt die Einstellung, die Grafikeinstellung etwas geändert. Ob ja rot. So. Also am besten Radfahrer fahren, bevor er mir noch reinfährt. Ist er wieder rot? Also ist ja nichts mehr Neues im Spiel, dass wir rote Phasen haben. Ab Fahrradspezialist fahr. Keine Angst, den überholen wir vorne, weil wir vorne links abbiegen müssen. Hinter dem fahre ich ins Jet her. 9 km/h. Sehe ich so aus? Brauchst du nach hinten zu gucken? Keine Angst, ich fahre dich schon nicht wieder. So. Eine Fahrkarte für den Großbereich. Eine Fahrkarte für den Großbereich, aber gern hier. Ja, die falsche Taste, die wollte ich drücken. Danke. Bitte. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Anpackswoche. Morgen ist wieder Mittwoch. Und dann ist wieder Wochenende. Dann ist Wochenende. Wunder, wenn mein rechter Finger ist, funktioniert. Ich sehe es halt nicht ein, den zu überieren. Wir brauchen im Moment ganz viel Geld in unser Unternehmen. Dass wir mal aus dem Zug rauskommen, wo die nichts kommen. Deshalb sehe ich ein, für was soll ich einen Finger reparieren, wenn der Bus noch fährt. So sehe ich das, aber jeder sieht es halt anders da. Ich brauche sowas nicht zu reparieren. Weil es halt nicht einzige Geld auszugeben. Für eine Sache, wo man eigentlich im Spiel geil braucht. Okay, manche finden es halt, dass es besser aussieht, wenn der Blinker funktioniert. Aber ich achte ehrlich gesagt darauf, ob der Blinker funktioniert. Moin, moin. Moin. So, dann geht's weiter mit der neuen Fahrt.
Hallo? Hallo. Hallo. Mal googeln, das ist normal im Spiel. Das ist OMSI 2, das ist seit Anfang an so. Das ist nicht wunderbar, wenn es mal googelt oder wenn das Spiel bei mir kurz stehen bleibt. Es läuft dann weiter, aber es googelt halt ein bisschen. Ich habe auch schon den 4 GB Patch runtergeladen. Wenn man sieht, ist es googelt immer noch leicht. Moin! Moin! Hallo! Hallo! Obi, brauchst du einen Fahrschein? Bitte einmal Großbereich! Einmal Großbereich! Ja, Großbereich, Omi. Schaff, du hast jetzt nicht deine ganze Rente ausgegeben für den Fahrschein. Ganz nach ganz rechts. Müssen wir so hin, weil wir ja nach links von abbiegen müssen. Solltet ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hören? Das könnte mein PC sein oder Owe mein Vermieter. Junge Fahr, bremse ist blöd in der Kurve. Wenn ich nicht so viel Verkehr an habe wie andere, das habe ich noch ein bisschen runtergedreht wegen der Performance. Wenn da jetzt so viele fahrende Autos stehen, genauso. Dass das Spiel nicht so arg googelt, wie es schon ist, oder dass das Spiel abstürzt. Also nicht wundern. Moin! Moin, Zuhälter. Moin! Ja, ich habe wieder vergessen, mein YouTube offline zu stellen. Ich vergesse es immer wieder. Ab im Livestream oder in einer Aufnahmesession immer wieder vergessen. Rathausmarkt, nächster Halt Rathausmarkt. Nächste Haltestelle, Rathausmarkt, Übergang zur U-Bahnlinie 3. Next stop, Rathausmarkt. Please exit here for town hall. Heute wird es ein
das ging ja zumindest vor. Ah, viel einsteigen. Moin, moin. Hallo. 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 Keinen Fahrschein? Hallo. Einmal Poststücke. Hallo. Danke. Bitte. Moin. Moin. So. Am nächsten Haltestelle müssen wir mal, oder wir können ja kurz warten, bis die Zeit wieder runtergespult ist. Denn 1:30 Uhr früh, dann gibt es wieder Ärger mit der Gewerkschaft. Im Fahrgestern, das Maul ist wieder rum, ich bin so früh oder ich bin so spät. Und wir brauchen die Kohle. Schau, schön, dass du auf die Strecke fährst. Ich grüße dich hiermit. Hier steht auch irgendwo ein Blitzer. Da steht nämlich da vorne, das weiß ich. Weil ich da schon mal geblitzt wollte. Blitzer diesmal nicht. Guten Tag. Guten Tag. Moin, moin. Moin. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, weil wir zu früh sonst sind an der nächsten Haltestelle. Es geht gleich weiter, keine Panik. Fahren wir ganz einfach weiter. Da kommt nicht wieder eine Haltestelle, wenn wir mal so 2-3 Sekunden warten, haben wir die Grüße irgendwann. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof Mönckebergstraße. Ob der da ein Blitzer drin hat oder kein Blitzer drin hat, deshalb bin ich mal auf die Bremse gestiegen. Wenn die Runde vorbei ist, kann ich euch das hier zeigen, hallo, wie ihr dorthin kommt. Moin moin. Moin moin, hallo. Und was es da für Strecken gibt. Also es sind nur spezielle Strecken. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Ruhrgebiet habt, dann ist es natürlich nur für Ruhrgebiet. Ich habe zum Beispiel in meinem Spiel Berlin drauf. Also Berlin-Spandau ist der Standard. Und ich habe hier Hamburg noch dabei. Mehr Karten habe ich nicht drauf. Von den zwei Karten könnt ihr euch ein paar Fahrten aussuchen, die ihr haben wollt. Desto mehr Haltestelle bzw. je länger ihr fährt, desto mehr Punkte gibt es. Und desto mehr Punkte ihr gesammelt habt, also ihr braucht 2100 Punkte, dann kriegt ihr 14.600 Euro und Abzeit für euer Busunternehmen. Und das ist mein Ziel, das hätte ich gerne, das Abzeichen für unser Unternehmen. Ich denke mal, die anderen Kollegen wollen es auch haben. Deshalb will ich ja gucken, dass wir ein bisschen Fortschritt hier kriegen, wenn die Kollegen mal nicht fahren können, also Thorsten und Krischi. Das sind auch zwei Unternehmer, wo die Firma gehören. Ja, ich habe mich beim letzten Mal
falsch ausgedrückt und mein Unternehmen damit. Wenn ich sage mein, heißt es auch gleichzeitig unser. Ich habe da kein neues Schwitzische mein, unser oder dein und mein. Das ist alles gleiche für mich. Ja. Deshalb sucht unser Unternehmen. Wir werden geführt von drei Unternehmer. Also Unternehmer, Inhaber, wie auch immer. Neue Mitglieder, wo hier mitfahren wollen. Wollen möchten. Wir kriegen ja natürlich ihr eigener Bus. Ihr kriegt 70% von eurem Gehalt, 30% geht zur Firma. Ihr müsst 50% der Reparaturkosten auch zahlen. Und der Bus von mir hat irgendwie ein Problem. Schafft das heute noch oder? Ist ja definitiv ein Problem, ich kann das doch. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Boah, er hat's geschafft. Warum? Ewe? Ihr wolltest doch mitfahren, oder nicht? Also. Ich wollte schon sagen. Ja, jetzt 3 Minuten 50 zu früh. Das heißt also, wir müssen so eine Minute ungefähr warten. Derzeit könnt ihr euch was zu essen, was zu trinken holen. Ich trinke nämlich jetzt mal kurz eine Kleinigkeit, denn ich habe Durst. So, wir warten gerade noch. Wir sind immer lang zu warten. Ich mache mal Warnblinker mal an, dass mir keiner hinter drauf fährt. So, jetzt. Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. So, wir können demnächst losfahren. Wenn die Zeit auf 2 Minuten, beziehungsweise kommen wir fahren jetzt los, jetzt sind wir so jetzt überall zu früh, also ist es egal. Wir sind halt ein bisschen zu früh. Ich habe zu viel Geld, aber ist egal. Dann hatten wir in der nächsten Haltestelle wieder ein paar Minuten. Oder ein paar Sekunden, jetzt müssen wir so warten, weil die Ampel rot ist, dann passt es ja wieder. So, wird es heute vielleicht noch was? Hallo. Ich kann eine Fahrkarte haben. Ich komm schon. Guten Abend. Da wird doch einer eine Fahrkarte bauen. Die haben doch mit Sicherheit alle keine.
Ja, da tatsächlich alle eine Fahrkarte gehabt, kaum zu glauben. So, wir warten gerade noch ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, dass wir dann weiterfahren können. Balzac-Kaffee. Ja, Kaffee. Nächster Krankenhaus St. Georg. Krankenhaus St. Georg. St. Georg. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Abend. Hallo, deine Tageskarte. Und die Tageskarte ist auch gut. Danke. Bitte. Ist keiner mehr irgendeine Karte? Jetzt wird das Unternehmen nie reich. Unternehmen hat natürlich Ziel 100.000 zu kriegen, dass wir das Unternehmen dann auf öffentlich stellen können. Aber da ist halt noch ein weiter Weg, bis wir die 100.000 erreicht haben. Deshalb suchen wir noch aktive Spieler, wo uns helfen. Das Ziel von 100.000 zu erreichen. Weg. Ja, komm. Was willst du fahren oder was? So was ist scheiße. Jetzt stehe ich mir drin. Und jetzt? Nee, muss man das verstehen? Und wieder rot. Ist gut, weil wir jetzt wieder zu früh sind. Die Fahrt hat sich diesmal richtig gelohnt. Ja, die hat sich nicht sehr gelohnt, hundertprozentig. So viele Leute, wo hier eingestiegen sind. Jetzt wäre ich auch noch fast über Rot gefahren.
das hier muss ein Gebabbel. Unglaublich, aber wahr. Sollten die Soundanstellen noch nicht so richtig stimmen bei OBS, dann tut es mir leid. Ich habe meinen PC erst vor kurzem neu aussetzen müssen, weil es irgendwie, weil ich keinen Zugriff mehr hatte, wie auch immer. Da könnte es sein, dass die Einstellungen nicht ganz perfekt sind bei OBS. Gerade in die Kommentare schreiben, ob ich zu leise, zu laut bin. Dass ich dann im Livestream, wenn ich mal wieder eine bringe, das dann verbessern kann. Wäre echt toll von euch, wenn ihr das machen würdet. Was auch noch cool wäre von euch, ist ein Like da zu lassen, ein Abo. Und unbedingt auch bei NathalieLP vorbeizuschauen oder bei Blaubarsch. Der Blaubarsch hat gestern mit mir und Grischi, also Christian Gaming TV, Livestream gemacht mit Call of Duty, mit dem Seasons 4. Mit neuen Waffen, neue Charakter und so weiter und so fort. Ist nicht schlecht. So. Das gibt bitte bei den zwei auch noch rein. Tag. Guten Tag. Moin, moin. Wir müssen noch ein bisschen warten. Weiter. So, die eine Tür muss ich vielleicht noch zumachen. Freizeit weiter. Eigentlich nur wieder aufmachen. So, und weiter geht's. Eine schöne lange Fahrt. Nächste Haltestelle. Emanator 69005 ist auch unterwegs. Ich grüße dich hier mit Emanator. Schön, dass du die Strecke auch fährst. Gleich zur Ampel. Das ist ein Parkbuch, finde ich auch nicht schlecht. Kann man aber nie wieder ausmachen. Guten Abend, hallo. Moin. Keine Fahrkarte, ist aber merkwürdig. Jetzt werde man eben hier drauf fahren. So. Also ich tue direkt die Folge. Direkt gleich, wenn ich fertig bin, hier im Aufnehmen, direkt auf YouTube hochladen. Also die ist quasi noch richtig warm, wenn ich sie gerade hochlade von der Festplatte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, als wenn ihr gerade euch was Warmes was gekocht habt, was ganz Warmes, was richtig geil ist. So ist es dann. Ich glaube, es ist jetzt Zeit. Ich habe meinen Zuschauer was versucht zu erklären, wie das Gefühl ist, wenn man gerade was Frisches gespielt hat, die Folge aufgenommen hat und das sofort hochkommt, hochgeladen wird auf YouTube. Sind schon
schon wieder zu früh. Oh, ich kriege die Zeit auch nicht in den Griff. Aber ist egal. Hallo. 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 Abend. Hallo. So, dann können wir weiterfahren. Servus, Manni. Manni will heute keinen Fahrschein haben. Ja, wahrscheinlich oder alle schon. Fahrschein oder schwarzen oder fahren schwarz. Aber ich fahre in der Testphase auch schon schon direkt an der gleichen Stelle. Ich habe ja das vorhin zweimal, dreimal getestet, ob alles so funktioniert im Spiel. Ich habe keine Probleme gehabt, paar Ruckler, aber kein Absturz, gar nichts. Ich hoffe, es wird also auch bleiben für die nächsten drei Haltestellen. Wieder kurz einen Moment warten. Okay, wieso nicht fahren, wie die ganzen Leute da rumlaufen? So. Dann geht's weiter. Ist aber schon wieder rot. Das Spiel mag uns irgendwie nicht. Jetzt gut für uns, da geht die Zeit auch wegen ein bisschen schneller vorbei. Minus 1,40 steht. Das heißt, wir sind 1 Minute 40 zu früh dran. Ich denke mal, das geht gerade so noch okay. Das werden wir dann sehen an der Bewertung. Die Fahrgäste haben sich auch halt einmal beschwert, es zieht halt alles die Punkte dann ab. Desto schlechte Bewertung man hat, desto weniger Geld kriegt man. Was schlecht im Unternehmen ist, also quasi der Chaoten Gaming KG, so heißt es ja, das Unternehmen, wo der Thorsten, Christian Gaming TV und ich gegründet haben. Es ist halt schade, dass man da so viele Punkte dann abgezogen bekommen hat, nur weil man da mal aus Versehen zu schnell gefahren ist oder zu früh dran ist an jeder Bushaltestelle. Dann haben wir die Karte für den Nahbereich. So, schön gleich. Moin. Dadurch, dass ich die Karte nach längerer Zeit wieder fahren muss, muss ich mich erstmal daran gewöhnen, wie die Zeiten sind. Ab wann man schnell fahren kann, ab wann man nicht so schnell fahren kann.
Schule fahren. Und da wieder Punktabzug, da machen sie wieder. Wenn wir 130 fahren, ist passt. Nächste Haltestelle. Semperstraße. Den Blitz brauche ich auch noch nicht, das ist auch gut. Hat das Unternehmen wieder Geld übrig. Die vorletzte Haltestelle haben wir es ja geschafft. Vorhin ist nämlich unser Ziel. Sekunden nochmal. Nächste Haltestelle. U-Bahn Bockweg. Übergang zur U-Bahn-Linie U3. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Ja. Ich glaube, das ist meine da. Ja, guck, wir sind abends mal viermal zu früh gekommen, aber ist ja egal. Okay, gucken wir uns mal die Bewertung an. Was wir an Kohle kriegen. Gehen dazu auf Menü und abschließen. 20 Haltestellen waren es. 80% ist okay. Immerhin keine Unfälle gebaut. Und wie viele Tickets haben wir verkauft? 6 Stück, auch okay. Boah, so gut bin ich noch nie. So eine gute Bewertung mit 81% hatte ich noch nie mit Fahrgastzufriedenheit. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo meine Maus ist. Maus, wo bist denn du? Da ist sie. Eine Gesamtbeurteilung von sehr gut. Das ist okay, passt sehr gut. Wie viel Kohle haben wir eingenommen? 1.709 Euro. Zurück ins Büro, dann kann ich euch nämlich zeigen, des Jubiläumsfahrten, welche ich jetzt hab. So, also das ist unsere Firma, die Chaoten GmbH und Co. KG. Ich glaube, ich bin der größte Chaot hier in der Truppe. So, dann rennen wir gerade mal hin ins Büro. Und zwar, wenn ihr hier reingeht, habt ihr einmal links sind die Bildschirme, wo ihr drauf gucken könnt, und rechts ist der Raum hier mit der Schichtplan. Da drückt ihr drauf und dann steht da oben Jubiläumsevent. Da ist normalerweise gar nichts. Da drücken wir jetzt mal drauf. So, ich bin jetzt halt schon auf Stufe 5. Ich habe halt schon ein bisschen was gefahren. Und man braucht 2.600 Euro für die Belohnung für den Betrieb, 14.000 Euro und 100 LP. Das ist mein Ziel, die 14.000 Euro. Und das sind halt die Fahrten. Ich könnte jetzt nach Berlin-Spandau fahren.
gibt 44 EVP-Punkte. Oder ich fahre die Alsterdorf Hauptbahnhof Zug, gibt es 75 EVP. Das werde ich wahrscheinlich offscreen machen, hier die Fahrt, dass ich hier weiterkomme. Denn bei Stufe 10 gibt es wieder ein exklusives Abzeichen, wo ich gern hätte. Ja, gut. Das ist die Rangliste. Oh, 502 Punkte. Oh, da stehe ich mit 227 Punkten. Oh, ich bin 26. Gut, mit diesem Bit ist jetzt Feierabend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Christoph D86. Tschüss.